Wir alle gehen gerne in die Berge und wir alle suchen gern Wege, die uns zusagen, uns gefallen und uns Freude bringen. Doch was ist eigentlich mit der Umwelt? Was ist mit der Natur? Tun wir der Natur eigentlich einen Gefallen, wenn wir einfach gehen, wo wir wollen? Das erkläre ich euch heute. Aussagen wie Bergsport ist Motorsport und so weiter sind uns allen bekannt und ökologisch gibt es natürlich viel zu meckern. Doch was ist mit dem Bergsteigen und Wandern selbst, wenn wir dann mal wirklich auf unseren Wegen sind? Stichwort Wege, darüber sollten wir uns heute unterhalten. Denn wir alle kennen ja diesen netten Schilder, die hier und da herumstehen. Bitte bleibt auf den Wegen oder Abkürzungen zerstören die Natur. Aber was ist eigentlich konkret dran? Wir Wanderer greifen mit dem Begehen der Wege in die Natur ein. Damit sind wir nicht allein. Förster, Jäger und sogar Tiere selbst tun das. Doch während eine Gams auf ihren Wegen kaum Spuren hinterlässt, tun wir Menschen das manchmal schon viel mehr. Im Wald beispielsweise ist es so, dass jeder Weg, mag er noch so klein sein, das winzig kleine Ökosystem auf diesem Fleck Erde zerstört. Tatsächlich aber zerstört er es nur temporär. Wenn beispielsweise Wege 20 Jahre lang nicht mehr begangen werden, dann ist es fast unmöglich, den Weg überhaupt nochmal wiederzuerkennen, dass sich die Natur über die Zeit von unseren Eingriffen erholen konnte. Wenn aber über einen Weg jedes Jahr 1000 Leute drüber latschen, dann wird es auch für die Natur immer schwerer, sich zu erholen. Doch 99% aller Bergwanderer kennen ja bloß die Wege, wie sie schon hier sind und legen deshalb auch keine eigenen an. Deshalb ist es manchmal schwer, sich vorzustellen, wie viel da eigentlich schon passiert ist. Durch das ständige Drüberlatschen wird Gelände über die Monate nämlich auch stark begradigt, vor allem wenn der Weg bei Nässe begangen wird und sich die Erde dadurch leichter verschiebt und anpasst. Außerdem zerstören wir in der Regel mit der Anlage von Wegen Lebensraum. Nicht für die niedlichen und hübschen Tiere wie Hunde, Tiger und Pinguine, aber für die extrem wichtigen Lebewesen in unseren biologischen Netzen. Richtig, die Insekten. Denn die finden Wiese beispielsweise richtig cool, während wir sie ja eher langweilig finden, wenn nichts blüht. Ameisen, Soldatenkäfer und Co. nutzen die Wiesen und Wälder als Unterschlupf, als Nahrungsquelle, also schlichtweg als Lebensraum. Somit ist klar, dass die bereits angelegten Bergwege natürlich auch ein Einschnitt für die Natur sind. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass der Einschnitt im Vergleich zu anderen menschengemachten Problemen in der Natur relativ gering ist. Doch hier kommt jetzt die Abkürzungen ins Spiel. Denn die sorgen nicht nur für die Ausweitung der Zerstörung von Lebensraum und Insekten, sondern sind auch komplett nutzlos für den Menschen. Denn der Mensch hat praktisch nichts davon, ob eine Serpentine 5 Meter weiter ausschert oder halt eben nicht. Und nein, 10 Sekunden Zeitersparnis sind kein realer Nutzen. Wer sowas verteidigt, der fährt auch durch Rettungskassen. Abkürzungen zerstören also tatsächlich die Natur, denn sie zerstören Wiesen und das empfindliche Ökosystem über und aber auch unter dem Boden und damit die Tierwelt darin. Diese Schilder vom Alpenverein sind also durchaus ernst zu nehmen und gerade in touristischen Gebieten sind Abkürzungen ein Riesenproblem, weil Jennifer und Manuel, die ihren ersten Urlaub am Achensee machen, jetzt auch mal irgendwo raufwandern wollen und dabei den kürzesten Weg nehmen wollen. Aber jetzt zu einer Welt, die uns viel mehr fasziniert als vielleicht der Wald, das alpine Ödland. Denn da hört man ja tatsächlich oft, dass das eine ganz eigene Welt ist. Schließlich ist das Ödland quasi totes Land, also kann man damit ja machen, was man will, oder? Das ist aber ein riesiger Irrglaube. Es stimmt einfach nicht, dass das Ödland auch gleichzusetzen ist mit einer vollkommen toten Landschaft. Schauen wir zum Beispiel einmal auf den Hochschwab. Hier am Gipfel gilt bereits alpines Ödland. Doch was sehen wir hier? Überall Wiesen, Sträucher, Latschen, Blumen. Und wo all sowas steht, leben auch sehr viele Tiere. Hummeln, Bienen, Mistkäfer, Ameisen und die wiederum sind Nahrung von Vögeln und Co. Das alpine Ödland ist ebenso ein sensibles Ökosystem wie die Zustiegswege zu selbigen. Das heißt auch, da hier sollte man schlicht und ergreifend nicht einfach irgendwo herumlatschen, nur weil es ja Wiese ist. Wir müssen uns auf eine unbequeme Wahrheit verständigen. Nur weil etwas nicht schön ist, heißt es nicht, dass man es einfach zerstören kann und darf. Wiese ist nicht so toll wie Edelweiß. Und ich hoffe, niemand von euch würde einfach so auf ein Edelweiß draufsteigen. Aber Wiese ist genauso wichtig wie das Edelweiß. Heißt, wenn im Ödland irgendwo der Weg verläuft, dann sollte man sich an diesen trotzdem orientieren und auch halten und nicht achtlos die Abkürzung über den Wiesenhang nehmen. Natürlich habe ich aber auch Hausverstand.
Wenn ich weglose Berge besteige, dann muss ich über Wiesen und Co. drüber latschen. Es geht ja nicht anders. Und wie schon vorhin erwähnt, wenn man mal im weglosen Gelände unterwegs ist, dann erholt sich die Natur auch sehr schnell davon. Problematisch wird's, wenn der Weg erst so richtig entsteht, also viele Leute jeden Tag drüber gehen. Wie gesagt, das ist langfristige Zerstörung und das bedeutet auch eine lang dauernde Regenerationszeit für die Natur. Und weglose Berge werden ja zum Glück auch nur sehr selten bestiegen. Es gibt aber tatsächlich zwei Arten von Gelände, bei denen es unterm Strich komplett egal ist, ob ich laut Karte auf dem Weg bin oder einfach irgendwo herumgurke. Zwei Arten, die von uns Menschen nur durchs Herumgehen, nämlich nicht aktiv zerstört werden. Zum einen ist das Fels. Wenn man beispielsweise am Hochkönigstock unterwegs ist, dann ist das im oberen Teil eine sehr karge und felsige Angelegenheit. Ob ich auf Stein A oder Stein B herumgehe, ist vollkommen egal. Es wird dadurch nichts kaputt. Wir zerstören durch keine biologischen Netze. Es passiert einfach nichts. Zum anderen gibt es aber doch die Geländeart, die am Hochkönigstock beispielsweise vorherrschte, bevor der Fels zum Vorschein kam. Richtig, das Eis. Denn auch auf Gletschern ist es unterm Strich komplett egal, ob ich auf 20 Meter Gletscherhöhe stehe oder 5 Meter. Der Gletscher ist ebenfalls ein nicht ganz einfaches Ökosystem. Viele Organismen leben vom oder am Gletscher, Algen, Insekten, Spinnen und vieles mehr. Aber am Gletscher selbst ist es eigentlich egal, ob weiter links oder weiter rechts gegangen wird. Denn die Existenz der Organismen ist überall gleichmäßig. Das ist eben auch der springende Unterschied zu den Wegen im Wald, die über die Zeit entstanden und weniger ökologisch wertvoll sind als der Wald links und rechts jetzt davon. Es braucht also irgendeine Konklusio für uns. Aber vor allem braucht es eins: Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Warum? Weil heute immer noch viel zu viele Abkürzungen neu entstehen, die die Natur, den Wald, die Wiesen und das Ödland zerstören. Ja, mir ist schon klar, was jetzt viele sagen werden. Ja, das bisschen Grünzeug im Wald, der ganze Wald ist ja riesig, was soll das denn für einen Unterschied machen? Aber ganz ehrlich, das Argument ist einfach schwach, weil wir haben die Wege ja schon. Also könnte ich auch sagen, ja, das bisschen Umweg von ein paar Metern, die ganze Tour ist ja riesig, was soll das denn für einen Unterschied machen? Abkürzungen zerstören die Flora und sollten deshalb nicht gemacht oder vor allem nicht genutzt werden. Seht ihr eine offensichtliche Abkürzung vom Weg, dann nutzt sie einfach nicht. Denn wie vorher gesagt, die Natur erholt sich von selbst, aber man muss ihr dafür Zeit geben. Nur weil eine Abkürzung mal da ist, heißt es ja nicht, dass sie jetzt einfach genutzt werden kann, weil es ja jetzt schon egal ist. Also auch bestehende Abkürzungen sollten einfach nicht betreten werden. Und seht ihr jemanden, der rücksichtslos die Natur zertrampelt, dann klärt die Menschen darüber auf. Ja, manche sind rücksichtslose Arschlöcher, aber manche Leute wissen auch einfach nicht über die Sensibilität unseres Ökosystems Bescheid. Und jeder Mensch, der keine Abkürzungen nutzt, ist ein Gewinn für eine schöne, grüne, gesunde Wiesen- und Blumenlandschaft. Und wenn nichts mehr hilft, dann verweist einfach auf das Video, wieso wir uns an Bergwege halten müssen, von dem unsympathischen Wichtigtuer, der meint, die Bergwelt erklären zu müssen, da weiß dann jeder, wer gemeint ist. In diesem Sinne, haltet euch bitte an die Wege, auch im alpinen Ödland. Wiesen sind auch schön, auch wenn nichts blüht, aber vor allem sind sie eins sehr wichtig. Bitte schickt dieses Video jedem Trailrunner, Mountainbiker und Wanderer, der gerne die kürzesten Wege sucht. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!